Im heutigen Ausblick auf die Märkte geht es um Donald Trump und einen Index, der als Schwarzer Schwan-Index bezeichnet wird, der SKU. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ja, es ist nach wie vor diese Hängepartie an den Märkten. Kommen die Zölle, kommen sie nicht? Das ist das, was gestern teilweise zu erratischen Bewegungen geführt hat. Kommt eine Headline, ja, die Zölle werden verschoben. Bums, ging es nach oben. Davor ging es nach unten, weil man eben fürchtete, die Zölle gegen China am 15. Dezember würden kommen. Es ist dieses Spiel, das ich hier in dieser Grafik Ihnen mal wieder zeige, dass der Esel hinter dieser Zollkarotte hinterherläuft. Irgendwann muss jetzt die Entscheidung fallen, in den nächsten Tagen spätestens muss sie fallen, ob die Zölle kommen, ob sie nicht kommen. Das dürfte den weiteren Weg der Märkte erstmal bestimmen. Neue Nachrichtenlage bedingt heute. Wir sehen einen Bericht des Wall Street Journal. Da heißt es, die USA und China, deren Delegationen bereiten vor, dass die Zölle verschoben werden, aber Trump habe die Entscheidung noch nicht gefällt und er sei der Einzige, der eben diese Entscheidung fällen könne. Dann sein Berater Peter Navarro, Wirtschaftsberater, der China Hawk, derjenige, der sich auch in Büchern schon scharf gegen China geäußert hatte, mit der Aussage, ich habe keine Indikation, dass die Zölle nicht kommen am 15. Das hat heute nach dem asiatischen Handel mal kurz so einen Risk-Off eingeleitet mit dem Yuan, der schwächer wurde, mit Risikoassets, die ein bisschen runtergekommen sind. Aber dann ist man wieder in diese Wird-schon-werden-Haltung reingekommen. Man sagt sich, was soll schon schief gehen? Er wird die Zölle verschieben. Wäre doch für ihn der bequemste Weg. Er lobt doch ständig, nämlich der Donald lobt doch ständig die Rekordstände an den Aktienmärkten. Warum soll er sich das kaputt machen? Aber die andere Frage ist vielleicht, naja, er hat jetzt ziemlich viel Puffer, selbst wenn es mal 5-10% hier nach unten geht. Was ist daran so schlimm, nachdem es vorher ja weit über 25% jetzt beim S&P 500 in diesem Jahr alleine nach oben gegangen ist, allerdings von einem ziemlich tiefen Niveau, weil der Dezember 2018 ja einen ziemlich herben Abverkauf hatte. Was hat das alles mit dem Schwarzen Schwan-Index zu tun? Das will ich Ihnen hier zeigen. Hier sehen wir den sogenannten SKU-Index und der schießt nach oben auf den höchsten Stand seit knapp 1,5 Jahren mithin. Wenn wir uns mal anschauen, was dieser SKU-Index eigentlich ist, sehen wir hier, der ist ähnlich gelagert wie der VIX, den Sie vielleicht kennen, die Wohler-Erwartung bei Aktien auf den S&P 500 in den nächsten 30 Tagen. Der Unterschied zwischen VIX und SKU ist, dass der VIX jene Optionspreise bemisst und in den Index dann einpreist, die im Geld sind, während der SKU jene Optionspreise mit einberechnet, die außerhalb des Geldes sind. Mithin rechnet man also, wenn man hier sich mit solchen Instrumenten absichert, dass der Markt deutlich fallen wird, nicht nur in einer bestimmten Range bleiben wird, sondern deutlich fallen wird, dass also sozusagen ein schwarzes Schwanereignis eintritt, was zu einer radikalen Marktsituation führt, sodass man dann diese Optionen, die man weit aus dem Geld gekauft hat, praktisch werthaltig stellen kann. Das bedeutet, dass nicht mehr und nicht weniger, und wir sehen hier, während der VIX noch sehr niedrig ist, also die im Geld befindlichen Optionen ziemlich niedrig sind, sehen wir hier beim SKU-Index, dass die Dinge hier offenkundig für manche so sind, dass man sich da absichert oder eben darauf wettet, dass ein schwarzes Schwan-Ereignis eintritt. Und normalerweise müsste das ja irgendwie mit Donald Trump zu tun haben, kann man sich vorstellen, mit der Fed eher nicht, die ja heute tagt. Schauen wir uns mal schnell die Termine an, die wir da haben. Wir haben heute die PCE-Verbraucherpreise. Die Fed hat ja gesagt, naja, oder laut Berichten gesagt, naja, notfalls ein bisschen überschießen der Inflation wäre nicht so schlimm. Dann der Fed-Entscheid und die PK von Jerome Powell. Apropos Powell, der hatte laut einem Bericht des Wall Street Journal diese Zinssenkungen aktiv betrieben und zögerliche Mitglieder der Fed davon überzeugt, weil er gesagt hat, okay, vielleicht können wir, wenn wir jetzt schon agieren, durch Zinssenkungen eben eine Rezession verhindern. Also dieses proaktive, diese neue Haltung, die mit Jerome Powell praktisch gekommen ist, dass man nicht wartet, bis irgendwas passiert, sondern erstmal was tut, um bestimmte Dinge zu beeinflussen, um praktisch die Weichen zu stellen und nicht dann auf Dinge zu reagieren, die bereits passiert sind, wie es bisher Notenbankpolitik war. Schauen wir uns mal an die Erwartungen für die heutige Sitzung. Da wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,2% mit einer Zinsänderung gerechnet, also praktisch nichts. Insgesamt ist jetzt bis Ende 2021
oder bis Ende 2020, sagen wir genauer, ist eine Wahrscheinlichkeit von etwa 98% eingepreist, dass wir noch eine einzige Zinssenkung sehen. Also die Märkte gehen davon aus, dass wir so ein bisschen on hold sind, dass die Fed die Zinsen jetzt erstmal nicht mehr verändert. Heute wird wichtig sein, wie man praktisch jetzt wahrnimmt, dass die Fed die sogenannten Dotplots setzt, die einzelnen Mitglieder also ihre Prognose geben, wie sie die Zinsentwicklung in den nächsten Quartalen sehen. Die Frage ist, ob jetzt diese Fed-Sitzung mit Donald Trump und seinen Zöllen zusammenhängt. Das kann durchaus sein. Trump hat ja immer versucht, die Fed unter Druck zu setzen. Wenn die Fed Zinsen senkt, dann ist er ein bisschen weniger hawkisch gegen China. Wenn die Fed nicht so getan, wie er sie geheißen hatte, dann hat er wieder mal eine Zolldrohung rausgepackt, hat neue Zölle eingeführt. Also möglicherweise gibt es da einen Zusammenhang. In Tweets von Donald Trump gibt es den auf jeden Fall. Was wir hier sehen, meine Damen und Herren, ist ein Chart von Capital.com, der den S&P zeigt bei 3136. Wir sehen hier diese kleine rote Kerze in diesem Chart, die das beschreibt, was Peter Navarro heute gesagt hat. Nach meines gibt keine Indikation, dass die Zölle nicht kommen. Wir sehen hier, sind wir letztendlich in einer Seitwärtsbewegung, gilt ähnlich auch für den Dow Jones. Nach diesem Anstieg am Freitag, jetzt gestern so ein bisschen vorbörslich vor der Wall Street im europäischen Handel, ja diese Ängste, was wird da passieren mit den Zöllen, kommen sie nicht. Aber die Amerikaner sagen sich, wir vertrauen diesen Berichten, die sagen, dass die Zölle eben verschoben werden. Schauen wir uns mal den DAX an, der gestern diese Achterbahnfahrt besonders deutlich gemacht hat. Da sind wir jetzt genau, ziemlich genau da, wo wir waren, als es ziemlich stark nach unten ging, als wir unter die 12.900er Marke gefallen waren. Nach wie vor ist eben die Gretchenfrage Zölle. Ja oder nein, wir sehen den Euro-Dollar über 1,1088 wenig verändert. Gold hält sich bei 1463 und das amerikanische Crude Oil wenig verändert, aber unter der 59er Marke, nachdem gestern die API-Lagerbestände überraschenderweise gestiegen waren, statt zu sinken, heute 16,30 ja die Öllagerbestände aus den USA. Also, es gibt offenkundig von manchen das Bedürfnis, sich abzusichern oder darauf zu wetten, dass da jetzt ein schwarzer Schwan kommt, mit dem die Märkte nicht rechnen, und die Märkte rechnen mit einem nicht, nämlich dass die Zölle kommen, sonst müssten sie die ganze Geschichte anders bepreisen. Wir haben gestern gesehen, wie es ist, wenn der Zweifel zumindest da ist, wenn man sich nicht sicher ist, dass sie nicht kommen, wenn man die Möglichkeit also aktiv einbezieht. Da ging es doch relativ deutlich nach unten, erst als dann diese Beruhigungsheadline kam. Das Wall Street Journal, ja, alles gut, die Delegationen arbeiten an der Verschiebung. Heute dann eben der Zusatz des Wall Street Journal. Aber Trump hat sich noch nicht entschieden. Navarro sagt, er wisse von nichts. Und er wüsste es, sagt er wahrscheinlich, wenn eben die Geschichte so wäre. Aber it's up to Donald. Donald bewegt mal wieder die Märkte, ob einem das gefällt oder nicht. Ich hoffe, Ihnen gefällt der heutige Tag. Und sag Servus und Ciao.